Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, sehr geehrte Abgeordnete zum Hohen Haus und sehr geehrte Damen und Herren an den Fernsehschirmen und auf der Zuschauergalerie. Ich möchte zunächst einmal den Regierungsmitgliedern gratulieren zur Angelobung. Sie haben eine wichtige Verantwortung übernommen. In Ihrer Hand liegt in den nächsten 5 Jahren das Geschick Österreichs und ich stehe nicht an, Ihnen eine glückliche Hand für Ihre Entscheidungen zu wünschen. Ich denke, es ist so, wenn man einmal ein bisschen diesen ganzen türkisen Weihrauch und den blauen Dunst auf die Seite schiebt und sich mit den Fakten beschäftigt, dass die Ausgangsvoraussetzung für eine Bundesregierung wahrscheinlich selten so gut gewesen ist, wie sie heute der Fall war. Wir sind beim Wirtschaftswachstum auf einem absoluten Rekordkurs und weil heute dieses Beispiel und der Vergleich zu Deutschland gezogen worden ist. Wir haben 2005, der Herr Bundeskanzler Kurz hat es gesagt, nach Deutschland geschaut und gesagt, das bessere Deutschland ist Österreich und die Deutschen haben uns beneidet. Wir haben damals in Österreich ein Wirtschaftswachstum von 2,1% gehabt. Heute, Sie wissen es, sind wir ein ganzes Prozentpunkt drüber. Das heißt, die Ausgangsvoraussetzungen sind so, dass wir heute tatsächlich das bessere Deutschland sind und ich würde mir wünschen, dass durch die Maßnahmen und die Aktivitäten dieser Bundesregierung dieser Vorsprung, den wir uns mühsam durch den Beitrag von vielen erarbeitet haben, nicht verspielt wird. Ich habe heute einiges gelernt, auch was Ihre persönlichen Vorlieben betrifft. Und ich habe jetzt nicht die letzten Sätze des Herrn Vizekanzlers gemeint, sondern Ihr Bekenntnis und Ihre Liebe zu Goethe. Und wenn man sich anschaut, was auf dieser politischen Bühne in Österreich in den letzten Monaten aufgeführt worden ist, dann habe ich ein bisschen das Gefühl erlebt, wir sind beim Faust im Vorspiel hängen geblieben. Und jetzt warten wir alle darauf, dass endlich im Prolog der Mephisto auftritt. So, die Geschichte scheint nur jene zu sein, und so habe ich das Konzept verstanden, das hier vorliegt, dass wir hier dann noch länger warten dürfen, weil offensichtlich, bis die Landtagswahlen im Frühjahr alle abgeschlossen worden sind, wir wesentliche Teile ihrer Wahrheit nicht erleben werden. Und ich finde das bemerkenswert und ich finde das auch nicht in Ordnung, ich sage es Ihnen, wie es ist, weil wir haben genau diese Vorgehensweise in Oberösterreich gesehen. Da hat man sich Zeit gelassen bis zur Nationalratswahl, bis man mit der ganzen Wahrheit von hinter dem Vorhang vorgekommen ist. Und diese ganze Wahrheit ist dann geendet in Streichungen für die Kinder, Streichungen für die Familie, Kürzungen für Behinderte und Kürzungen für Kunst- und Kulturschaffende. Und das ist genau das, wenn man Ihr Programm präzise liest, was man sich auch hier wiederum erwarten darf. Also mein Vorschlag ist, schauen wir mal hinter die Worthülsen, schauen wir, was ist die Substanz dessen, was da vorgezeigt worden ist, was da vorgelegt worden ist und fragen wir uns, was man von diesem Programm halten soll. Und ich gebe dem Herrn Kurz recht, in der Tat hat dieses Programm keine Überraschung angeboten. Es hat keine Überraschung angeboten, weil es aus meiner Sicht, und Sie wird das nicht wundern, eine Reihe von Rückschritten in gesellschaftspolitischer, in wirtschaftspolitischer, in sozialpolitischer, auch in umweltpolitischer Hinsicht beinhaltet. Und ich kann auch sagen, ich gebe dem Herrn Vizekanzler Strache gerne recht, wenn er meint, ja, wir haben nicht 100% erreicht. Aber ich möchte hinzufügen, ich will das jetzt nicht mit dem Wort des Jahres versehen, aber das ist echt die Untertreibung des Jahres. Weil wenn man sich genau anschaut, was in diesem Programm drinnen steht, dann muss ich sagen, von dem, was Sie vor der Wahl versprochen angekündigt haben, finde ich darin bestenfalls homöopathische Dosen. Und den Eindruck, den ich gewonnen habe, und mit Verlaub, es ist so, ist, dass wir eine Wahlauseinandersetzung erlebt haben und eine Regierungsbildung erlebt haben im Anschluss, wo mit Rekordtempo Versprechungen und Ankündigungen über Bord geworfen sind. Ich habe in den letzten Jahren verstanden, dass Sie sich wirklich bemüht haben um Ihr Image, dass Sie der Vertreter der kleinen Leute sind, dass Sie die Kämpfer, die Aufrechten und Wackeren gegen das System und gegen den Filz aller Provenienz sind. Wenn ich mir heute anschaue, was davon übergeblieben ist, dann kann ich nur sagen, Sie haben Ihre Wähler ganz schön verraten. Sie haben sich zum Steigbügelhalter einer Politik machen lassen, die im Wesentlichen den Großspendern der Wahlkampagne der ÖVP nützt. Und ich muss Ihnen sagen, es ist auf der einen Seite in der Opposition leicht, Dinge zu kritisieren. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass Sie heute als Vizekanzler, als freiheitliche Partei in einer Position sind, wo es nicht mehr wurscht ist, was passiert, sondern jetzt haben Sie
die Verantwortung für das, was in den Lebensverhältnissen der Menschen betrifft, wirklich in den Händen. Und deshalb lohnt sich's, sich genau anzuschauen, was Sie da vorschlagen und was das bedeuten wird. Und es tut mir leid, wenn ich diese Feierstunde mit Fakten ankränke, aber wir haben uns ganz genau mit Ihrem Programm auseinandergesetzt. Schauen wir uns zum Beispiel an, was eine der größten Herausforderungen ist. Aus meiner Sicht der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftspolitischer Skandal. Wir dürfen ihn nicht zur Kenntnis nehmen. Und was wir hier erleben, ist in diesem Programm ein Vorschlag von Ihrer Seite, der darauf hinausläuft, die Beschäftigungsprogramme für die über 50-Jährigen massiv zusammenzustreichen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, was das bedeutet, wer da betroffen sind, 53-Jährige zum Beispiel, die hunderte Bewerbungsschreiben abgegeben haben, die in der Lage sind, was zu leisten, die kompetent sind, die was können und die nicht einmal eine Antwort bekommen in vielen Fällen, das sind die Menschen, denen Sie jetzt die Türe vor der Nase zuwerfen. Und nicht nur genug damit. Sie streichen nicht nur diese Programme, die diesen Menschen Hoffnung und eine Zukunftsperspektive wiedergeben. Sie haben auch einen Schritt weiter gemacht, weil in Ihrem Programm ist drinnen ganz klar festgehalten, dass Sie eine Kürzung des Arbeitslosengelds bei längerer Arbeitslosigkeit vorschlagen. Degressives Arbeitslosengeld nennen Sie das. Da geht es darum, dass Menschen tatsächlich in Armut gestoßen werden und dass ihnen Hoffnung genommen wird. Und damit nicht genug, weil wenn man Ihr Programm weiter genau liest, und das kann ich nur sagen, es ist eine lohnenswerte Übung, Sie sollten das vielleicht auch noch einmal in epischer Breite tun, dann sieht man dort, dass Sie mit der Streichung der Notstandshilfe Menschen nach längerer Arbeitslosigkeit in die Mindestsicherung stoßen. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie geben denen nicht nur keine Hoffnung, Sie nehmen ihnen nicht nur ihren Job, sondern am Ende eines Berufslebens nehmen Sie denen alles weg, was sich die ein Leben lang aufgebaut, erspart und mit ihrer Hände Arbeit geschaffen haben. Das ist Ihre Politik. Und ich halte es für bemerkenswert, wenn man dann weiterliest, ein paar Paragraphen später sieht man dann auch noch, dass Sie diese Menschen in Mindestsicherung beziehen, auch noch zum Arbeitsdienst verdonnern wollen. Und ich frage Sie jetzt ehrlich, wie können Sie diesen Menschen in die Augen schauen, dieses Programm, diese Politik verlangen und die auch noch demütigen am Ende für ihr Schicksal? Ihre Politik ist eine Politik, die sich gegen die Armen richtet und nicht gegen die Armut. Und wenn Sie sich... Und wenn Sie sich darüber beschweren, dass das ein Hartz-IV-Modell für Österreich ist und sagen, das ist nicht so, dann gebe ich Ihnen recht. Das ist nämlich schlimmer. Das geht noch in vielen Punkten weiter. Und das Bild, das Gesellschaftsbild, das Sie hier dahinter ausbreiten, ist eines, wo Sie sagen, Arbeitslosigkeit, das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Und dabei lassen Sie außer Acht, dass heute 6 Arbeitslose sich um einen Job in Österreich raufen. Das ist das Problem und das sind die Fragen, für die wir Lösungen brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben auch im Vorfeld dieser Wahlauseinandersetzung uns intensiv mit der Frage der Gestaltung der Arbeitswelt auseinandergesetzt. Und einer der Schlüsselfragen war die Frage, soll es in Österreich die Möglichkeit zu einem 12-Stunden-Arbeitstag geben, eine gegenüber dem heutigen Stand ausgebaute Möglichkeit. Und ich habe Sie noch gut im Ohr, wie Sie gesagt haben, unter keinen Umständen darf das passieren. Das ist leistungspeinlich und ich weiß nicht was. Sie haben dagegen gewettert. Sie haben gesagt, Sie wollen es nicht. Was sagen Sie jetzt den Menschen, denen Sie genau diese Politik aufs Auge drücken? Was sagen Sie den Menschen, die um 4 in der Früh aufstehen, nach Wien pendeln, 2 Stunden lang dort arbeiten gehen, dass sie jetzt 12 Stunden arbeiten dürfen, 60 Stunden pro Woche und denen nicht den geringsten Ausgleich bereit sind, für diese Verschlechterung zu bieten? Und ich habe Ihre Worte im Ohr und ich kenne Ihre Ausrede. Und es ist Ihnen gelungen, das dem einen oder anderen einzureden. Sie sagen dann, ja, das ist ja alles nur freiwillig. Freiwillig. Jeder, der einmal in seinem Leben in einem Betrieb gewesen ist, der weiß, wie weit es mit dieser Freiwilligkeit her ist. Und Sie behaupten auch, natürlich wird das keine Überstundenzuschläge kosten. Aber ganz ehrlich, schauen Sie sich doch einmal die Modelle an, wie das wirklich funktioniert. Das Entscheidende für die Überstundenfrage sind die Durchrechnungszeiträume. Und es ist gute, bewährte Praxis in Österreich, dass die Gewerkschaften Kollektivverträge aushandeln, wo Durchrechnungszeiträume festgelegt werden. Das schützt die Arbeitnehmer. Wenn Sie das auf die betriebliche Ebene verlagern, dann verändern Sie das Gleichgewicht. Dann verändern Sie das Gleichgewicht zugunsten der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer bleiben über. Und ich sage Ihnen, Ihr Modell wird unter Garantie und mit Gewissheit zur Streichung von Überstundenzuschlägen für die Menschen in Österreich führen. Und das lässt sich fortsetzen.
Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie glauben, dass die Wähler das nicht merken, ich denke, das wird eine kapitale Täuschung werden. Sie fordern ein faires Mietrecht. Fairness wird hier eingefordert. Die spannende Frage ist, für wen Fairness? Und es sollte uns zu denken geben, dass der Verband der Zinshausbesitzer und der Großgrundbesitzer in Jubelstimmung ausgebrochen ist. Und die tun das nicht von ungefähr, weil die wissen, was da kommt. Und sie wissen auch, was das auf der Gegenseite bedeutet, was da durchgesetzt worden ist, nämlich Verschlechterungen bei Gründerzeithäusern, bei Mietverträgen. Und ich frage mich, was erklären Sie den Jungfamilien, die heute schon 50% ihres Einkommens für die Mieten ausgeben? Werden Sie denen ehrlich sagen, ja, das wird alles noch teurer werden, weil wir natürlich auf die Fairness für die Hausbesitzer und Zinshausbesitzer achten werden? Natürlich werden Sie es nicht tun. Was werden Sie denn kleinen Leuten erklären, dass ihre Kinder jetzt in Zukunft Studiengebühren zu zahlen haben, dass soziale Barrieren geschaffen werden? Ich verstehe schon, dass Burschenschaft, dass sich gerne in elitären Clubs wohlfühlen. Aber was da passiert, ist eine Bildungspolitik, wo man sagt, Eliten müssen unter sich bleiben. Und das ist eine Politik, die einen Rückschritt darstellt in eine ferne Vergangenheit. Geschätzte Damen und Herren von der FPÖ, ich verstehe Ihre Emotionen, aber wissen Sie, was die Wahrheit ist? Sie sind im Tigerkostüm losgesprungen und sind als Bettvorleger geendet. Das ist die Realität. Wissen Sie, ich hätte noch Verständnis dafür, wenn man sagt, da gibt es große, bedeutende Reformen, die unser Land zum Guten verändert werden. Aber wenn Sie sich diese Reformen anschauen, was bleibt da über? Heute in der Früh ist im Morgenjournal zu hören gewesen, dass Sie gefeiert haben, die größte Reform, die Sie anzubieten haben, ist die Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten auf 5. Bravo. Aber was machen Sie da in Wirklichkeit? Sie ändern die Türschilder. Mehr ist es nicht. Weil wenn Sie sagen, die Länder sollen weiter die Budgethoheit behalten, die Länder sollen weiter die Personalhoheit erhalten, da passiert exakt gar nichts. Sie werden nicht einen Cent mit dieser Politik einsparen. Das kann ich Ihnen jetzt schon prophezeien. Aber was Sie damit erreichen, und das ist das Perfide dran, Sie verändern wieder die Verhältnisse in unserem Land, weil die Selbstverwaltung war ein wichtiges Prinzip des Ausgleichs zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Und was Sie jetzt tun, ist, dass Sie die Machtverhältnisse ändern zulasten der Arbeitnehmer, die in diesem System die sein werden, die auf der Strecke bleiben. Und wenn Sie dann sagen, naja, wir sparen ja im System und nicht bei den Menschen, dann darf ich Sie auch nur auf einen kleinen Punkt hinweisen, einen Denkfehler, der sich auch wie ein roter Faden durch dieses Programm durchzieht. Bleiben Sie nur bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Sie sagen, die sollen 500 Millionen einsparen. Aber was machen denn die? Die unterhalten die Unfallkrankenhäuser, die unterhalten die Reha-Zentren. Und diese 500 Millionen, die da gespart werden sollen, sind Finanzierungsbeiträge der Arbeitgeber in Österreich. Wenn Sie die jetzt streichen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie kürzen die Leistungen für die Menschen im Land. Oder das andere ist, Sie zwingen die Arbeitnehmer höhere Beiträge zahlen. Und dann sage ich Ihnen eins, dann kommen Sie bitte nicht her und sagen, Sie sparen am System und nicht bei den Menschen, weil es ist umgekehrt der Fall. Und ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, den ich bemerkenswert finde, weil er auch heute zitiert worden ist. Sie haben voller Stolz erzählt, Sie entlasten die kleinen Einkommen. Und ich möchte hinzufügen, ich halte das für richtig. Die Maßnahme, die Sie gesetzt haben, über die kann man sicher auch diskutieren. Aber eins stimmt nicht und ich würde vorschlagen, dass wir uns dann einem Bundeskanzlervorgänger von uns orientieren, der gesagt hat, man sollte den eigenen Lavendel nicht glauben. Aber der springende Punkt ist hier, was Sie hier tun mit diesem Vorschlag, mit der Kürzung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge ist gut, aber 3,4 Millionen Österreicher und Österreicherinnen schauen durch die Finger. Alle Pensionisten kriegen nichts. Und alle, die unter diesen 1.380 Euro verdienen, profitieren nicht davon. Und wenn Sie dann stolz sind und sagen, naja, mit dem Familienbonus, wir entlasten die kleinen Einkommen auch damit. Das ist nicht so. Weil eine Alleinerzieherin, die zwei Kinder hat, die weniger als 1.250 Euro verdient, die kriegt 0 Cent Entlastung mit dem Vorschlag. Auch die schauen wieder durch den Finger. Weil diese Entlastung kriegst du erst im vollen Umfang, wenn du mehr als 2.500 Euro bei zwei Kindern verdienst. Und wissen Sie, was das Schlimme ist dran? Dass Sie am Ende dann nicht nur einen finanzmathematischen Denkfehler dabei haben, sondern dass Sie mit einem Prinzip Schluss machen.
mit einem Prinzip, auf das wir zu Recht stolz waren. Und dieses Prinzip hat gelautet, dass jedes Kind in unserem Land gleich viel wert sein muss. Was Sie hier demonstrieren, ist, dass das nicht mehr so ist und dass Kinder aus armen Familien weniger wert sind als Kinder aus reichen Familien. Und ich finde auch bemerkenswert, was da noch alles in dem Programm drinnen steht, zum Thema soziale Gerechtigkeit, ein gerechtes Steuersystem. Sie kündigen Körperschaftssteuersenkungen an, das wird verkauft mit den Klein- und Mittelunternehmen. Wir wissen, dass das ein Unsinn ist, weil der Großteil davon ja gar keine Körperschaftssteuer zahlt. Aber das Bemerkenswerte ist, was da nicht drinnen ist. Sie haben sich im Wahlkampf dazu bekannt, dass wir konsequent gegen die Steuervermeidungspraktiken der internationalen Konzerne vorgehen. Dass wir uns nicht mehr länger von Starbucks, Amazon und Co. rollen lassen, die in unserem Land die volle Infrastruktur in Anspruch nehmen, aber keine Steuern zahlen. Wir haben das geglaubt. Wir waren zufrieden, dass Sie endlich auf unseren Kurs einschwenken. Und wenn man jetzt in dieses Programm schaut, sieht man plötzlich, dass die Transparenzverpflichtungen dieser Konzerne nur im Einklang mit der EU passieren sollen. Dass Modelle wie die digitale Betriebsstätte, dass die endlich Steuern zahlen in Österreich, nur im Einklang mit der EU passieren soll. Mit anderen Worten, das wird nicht kommen. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann wissen wir, hier schützen Sie wieder die Falschen. Und ich weiß gut genug, dass da genug österreichische Unternehmen auch profitieren, die natürlich Ihnen lobbyingmäßig die Füße vor der Türe plattstellen. So, Leuchttürme. Ein interessantes Stichwort. Wir haben ja erwartet, und Sie haben das immer wieder betont, es geht um Veränderung, es geht um eine neue Zeit, es geht darum, dass wir die Chancen der Zukunft nützen. Und wenn man sich anschaut, welche Herausforderungen vor uns stehen und welche Chancen, dann finde ich es wirklich bedauerlich, dass sich in Ihrem Programm dazu herzlich wenig findet. Digitalisierung kommt das Stichwort vor, aber die entscheidenden Fragen werden nicht beantwortet. Wie geht es weiter mit unserem Sozialsystem in der Folge der Digitalisierung? Wie geht es weiter mit der Arbeit? Wie geht es weiter mit dem Steuersystem? Wie wird sich Österreich in einer globalen Welt schlagen? Wie gehen wir wirklich mit dem Klimawandel um? Weil seien Sie mir nicht böse, das, was Sie als Fortschritt gefeiert haben, dass das Landwirtschaftsministerium jetzt für die Energie zuständig ist, ist für mich eine Bedrohung, weil ich weiß, dass wir denn noch mehr Geld für die Großindustrie auf der Agrarseite münden. Wie gehen wir mit Ungleichheit um? Alles das wären geeignete Projekte für echte Leuchtturmpolitik gewesen. Aber Ihre Leuchttürme bestehen aus einem Berg leerer Zigarettenschachteln. Sie führen Österreich in ein Retro-Konzept der 70er Jahre wieder zurück. So, ich darf noch zu dem Thema Europäische Union kommen. Das ist in der Tat erfreulich zu hören, dass es hier ein entsprechendes Bekenntnis gegeben hat. Und ich halte das für das Mindeste und das Notwendigste. Ich möchte aber hinzufügen, dass allein der Umstand, dass Österreich, dass Sie sich darauf geeinigt haben, dass Österreich nicht aus der Europäischen Union austritt oder nicht aus dem Euro austritt, noch lange keine proeuropäische Politik ist. Und ich muss Ihnen dann sagen, solange die Freiheitliche Partei gemeinsame Sache macht mit einer Le Pen, einem Wilders, einer Farage, wissen Sie doch genauso gut wie ich, dass wir nicht ernst genommen werden auf europäischer Ebene, was unsere Europapolitik betrifft. So, die Herausforderung, um die es mir geht, ist, und wir haben das bei der Steuerpolitik ja gesehen, wir brauchen gesamteuropäische Lösungen. Wir brauchen ein Bekenntnis zur Vertiefung, wir brauchen ein Bekenntnis zur Integration. Und wir brauchen nicht eine Europapolitik, die auf weniger, auf langsamer, auf Subsidiarität, wie Sie sie verstehen, setzt. Macron hat seine Hand ausgestreckt für eine progressive, offensive Europapolitik. Mir wäre wohl, wenn wir diese Hand annehmen würden, hier einschlagen würden, uns nicht auf die Seite von Orbán und Kaczynski stellen würden. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einmal auf das Eingangsmotiv der Veränderung zurückkommen. Diese Veränderung ist vielfach proklamiert worden. Sie ist aus meiner Sicht eine Veränderung nach hinten. Es ist nicht Zeit für Neues, es ist die Zeit für Altes. Es ist eine Veränderung allerdings tatsächlich eingetreten und die ist mit freiem Auge sichtbar und ich kann den Kollegen ja nur dazu gratulieren. Was Sie getan haben, Herr Bundeskanzler Kurz, ist, Sie haben die FPÖ in die Regierungsverantwortung geholt. Das ist ja gutes Recht. Das ist in einer Demokratie so, dass das passieren kann. Das ist die normale Abfolge von Mehrheiten. Aber ich denke, es wäre nur fair,
wenn Sie sich hinstellen und diese Verantwortung nehmen und sagen, ja, ich habe das von langer Hand geplant, das ist das Regierungsbündnis, das ich wollte und keine Ausreden suchen. Und dann aber auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass in Österreich Topjobs in der Bürokratie mit Leuten besetzt werden, die am Rande zum Rechtsextremismus schrammen. Die Verantwortung dafür übernehmen, dass Israel mit einem wesentlichen Teil der österreichischen Bundesregierung nicht kooperieren wollen. Und auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie dieser freiheitlichen Partei den Zugang zum Sicherheitsapparat geöffnet haben und ihnen die Geheimdienste ausliefern. Das ist ein historischer Verdienst, der mit Sicherheit bleiben wird. Ich darf Sie ersuchen, zum Ende zu kommen. Ihre Redezeit ist zu Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, es sind viele verpasste Chancen, es sind viele enttäuschte Versprechungen. Ich bin davon überzeugt, dass die Reformen, die es braucht, hier von dieser Bundesregierung nicht vorgelegt worden sind. Ich sehe eine Vielzahl von Rückschritten in gesellschaftlicher Hinsicht, in bildungspolitischer Hinsicht, in sozialpolitischer Hinsicht. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich würde mir wünschen, dass die Politik und die Zeit der Taktik jetzt endlich vorbei ist und wir endlich zum Handeln für unser Österreich kommen. Danke.